Im heutigen Video erkläre ich, wie man RStudio und R installieren kann, wie man sie updaten kann und zeige euch die Oberfläche von RStudio. Zuerst googeln wir nach RGNU. Dann kommen wir zu rprojects.org. Dann unter Downloads auf Crayon gehen. Und dann das entsprechende Land auswählen. Schweiz zum Beispiel hier, der ETH-Server. Und dann hier Download R for Mac oder für Windows. Je nachdem, ob man ein Apple-Gerät oder ein Windows-Gerät hat oder sogar ein Linux-Gerät. Windows, dann install R for the first time. Dann download R for Windows. Dann wird die X-Datei runtergeladen oder die entsprechende Datei für Macs und die dann ausführen. Dann wird R installiert. Ich mache jetzt das nicht nochmal, weil bei mir R schon installiert ist. Da könnt ihr euch einfach durchklicken. Dann als nächstes machen wir RStudio. Kommen wir zu posit.com. Hier wäre auch nochmals der Link, um mehr zu installieren, falls man das noch nicht gemacht hat. Und dann Download RStudio Desktop for Windows oder for Mac. Das kommt dann automatisch. Das Richtige, sonst All Installers und Tarballs auswählen. Dann sieht man hier unten, hat es alle Versionen. Hier wären Older Versions. Das ist dann, wenn man bei Mac einen Eltern hat, der sich nicht mehr updaten lässt, wo aber die neue Version von RStudio eine neuere Version des OS-Systems, des Operating Systems, des Betriebssystems fordert, dann kann man eine ältere Version installieren. In allen anderen Fällen sollte man immer die neueste Version installieren. Dann wird auch das runtergeladen. Das kann man dann entsprechend auch installieren. Nun als nächstes, nachdem das Ganze die beiden installiert sind, können wir dann RStudio öffnen. Nachdem wir RStudio geöffnet haben, sehen wir folgende Umgebung. Hier haben wir die Konsole. Da sehen wir als erstes, welche A-Version wir installiert haben. Wenn du das Video jetzt später schaust und installierst, wirst du schon eine neue Version haben. Dann das Terminal, was wir eigentlich zu Beginn so gut wie nie brauchen, und Background Jobs. In der Konsole können wir direkt A-Code ausführen. Wir können zum Beispiel schreiben 1 plus 1 wie ein Taschenrechner, dann wird es gleich berechnet. Für alle möglichen Arten. Alles, was wir hier eingeben, wird jedoch nicht gespeichert, außer in der History temporär. Und wenn wir etwas längerfristig speichern wollen, dann müssen wir eine neue Datei öffnen. Können wir hier RScript auswählen, dann können wir hier den Code eingeben, was auch immer wir wollen. Dann das Ganze speichern, Save As. Dann dem Ganzen einen Namen geben, zum Beispiel Test. Dann wird das mit .r gespeichert. Das ist nun ein R-Skript. Ein R-Skript speichert den ganzen R-Code und kann dann wieder geöffnet werden und dann kann das ausgeführt werden. Um das auszuführen, können wir Ctrl-Enter, respektive Command-Enter bei Apple. Dann wird es direkt in die Konsole kopiert. Können wir auch mehrere Sachen schreiben, zum Beispiel noch so oder was auch immer. Durchschnitt von 1 bis 10. Wir können auch alles markieren und dann direkt ausführen. Dann wird alles in die Konsole kopiert. Dann haben wir hier oben das Global Environment. Es ist jetzt noch leer. Wenn wir eine Variable speichern, zum Beispiel a ist gleich 1 bis 10, dann wird die hier oben angezeigt. Hier werden Datensätze und Variablen angezeigt und Funktionen, die wir selber schreiben. Der History, da werden alle Befehle angezeigt, die wir ausgeführt haben. In Tutorials kann man ein Package installieren hier und dann wird hier ein Tutorial angezeigt zum Einstieg. Dann hier unten unter Files sehen wir in dem Ordner, in dem wir gerade sind. Bei mir jetzt standardmäßig ist der Home Folder, der Documents Folder. Unter Plots werden Grafiken angezeigt. Unter Packages sehen wir, welche Packages wir installiert haben. Wir können die auch updaten und noch installieren, was es so gibt. Kann aber auch sein, dass gewisse Packages hier nicht angezeigt werden. Dann können wir sie direkt mit install.packages. Ich brauche den Tab eigentlich nie. Ich mache sie immer direkt in der Konsole.
Unterhalb wird die Dokumentation angezeigt, was man gerade sucht. So, wenn ihr zum Beispiel hier Fragezeichen Min schreiben, dann ist die Dokumentation der Min-Funktion hier aufgeführt. Viewer ist quasi wie ein Browser. Hier werden Webseiten angezeigt, wenn R eine Webseite rendert. Und Presentation ist, glaube ich, was Ähnliches. Nun, um R und R Studio abzudaten, können wir hier unter Help Check for Updates klicken, um R Studio abzudaten. Sagt jetzt, ich brauche die neueste Version von R Studio. Wenn wir das updaten, wird R Studio abgedatet, jedoch nicht R selber. Um R selber abzudaten, gehen wir wieder auf den gleichen Link, wo wir R installiert haben, das r-project.org. Klicken dort auf Downloads, wählen den Server aus und so und laden es herunter und installieren es. Genau gleich wie zu Beginn. Einfach die neue Version, dann R Studio neu starten und dann wird zu Beginn die neue Version hier angezeigt und die wird dann verwendet. Bei größeren Updates kann es sein, dass wir dann nach dem Update alle Packages wieder neu installieren müssen. Ein R-Package ist eine Umgebung, die zusätzliche, quasi ein Namespace, zusätzliche Funktionen bietet. Jede Person kann Packages schreiben und hochladen und andere können die dann brauchen. Weil BaseR, das Grundlegende, hat nur einige wenige Funktionen, die so gut wie alle Leute brauchen. Es gibt aber so viele Funktionen, wenn er alle mitliefern würde beim Installieren, wäre es zig Gigabytes groß, wenn nicht sogar noch größer. Da wir aber viele davon gar nicht brauchen, es gibt über 16.000 Packages, den genauen aktuellen Stand habe ich nicht im Kopf. Davon brauchen wir vielleicht nur 50 oder 100. Deshalb macht es auch keinen Sinn, dass er alle direkt schon installiert, sondern es uns die Wahl überlässt, welche wir effektiv verwenden wollen und installieren wollen. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video den Einstieg in R etwas erleichtern, um zu zeigen, wie du es installieren und updaten kannst und wie die Umgebung von R Studio aussieht. Falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und falls du über zukünftige Videos von mir von YouTube informiert werden willst, kannst du gerne ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren. YouTube wird dich dann jeweils automatisch informieren, wenn ich ein neues Video hochlade.